Die Sonne scheint. Es ist richtiges Terrassenwetter. Man kriegt Lust, an die frische Luft zu gehen. Das ideale Wetter für einen Ausflug und ein paar Stunden Sonne. Aber der Frühling hat auch eine Kehrseite. Zumindest für Pollenallergiker wie Ina. Zum einen kriege ich schlecht Luft. Und natürlich läuft die Nase ununterbrochen. Es gibt Momente, wo ich aus dem Niesen nicht mehr rauskomme, was in bestimmten Situationen nicht ganz so angenehm ist. Tatsächlich habe ich auch fast so was wie eine Erkältung dann. Also es äußert sich auch mit Husten und so. Und schlafen ist fast unmöglich in manchen Nächten, je nachdem, wie viel da fliegt. Einfach, weil man keine Luft bekommt. Momentan ist vor allem Birkenpollen unterwegs. Welcher Blütenstaub gerade durch die Luft fliegt, hängt von der Saison ab. Heuschnupfen hat nicht jeder zur gleichen Zeit. Das ist ja eine Allergie, die hervorgerufen wird durch die Pollenfluch. Das fängt an sich schon im frühen Frühjahr an mit den Haselnusspollen, die fliegen. Das ist schon im Januar, Februar, März so etwas. Und jetzt sind es mehr die Buchen, die Birken. Und in unserer Ecke sind ja viele Birken. Hauptsächlich die Birken, die es jetzt hervorrufen. Und dann geht es weiter bis Juni, da sind dann die Gräser. Mit dem schönen und trockenen Wetter steigt auch die Zahl der Pollen und die Zahl der Allergiker, die Hilfe suchen. Es ist schwer, die zu beraten, weil es keine Ideallösung gibt. Es gibt erstmal Tipps, das heißt, bei so einem Wetter im Innen bleiben, Fenster schließen und so ist natürlich sehr grausam für die Leute. Endlich mal schönes Wetter und dann sowas. Aber das ist schon mal ein erster Schutz, den man machen kann. Und sonst gibt es effektiv Medikamente, die halt diese Symptome bekämpfen. Und es gibt Antihistaminika. Die gute Nachricht, die neue Generation der Tabletten macht nicht mehr ganz so müde. Allerdings reagiert jeder unterschiedlich. Es gibt Leute, die Haut ein leichtes Mittel um und andere macht es gar nichts. Also von daher ist es schwer, das zu testen. Worauf man vielleicht achten sollte, es gibt diese Symptome, die manchmal auch noch richtig zu Asthma oder so führen, also wo es richtig ernst wird. Und diese Leute sollten auf jeden Fall dann in ärztliche Behandlung gehen. Bei besonders heftigen Fällen wird eine Desensibilisierung empfohlen. Eine solche Immuntherapie wird teilweise von den Krankenkassen zurückerstattet. Das habe ich in meiner Kindheit gemacht. Da wurde ich, glaube ich, über ein Jahr regelmäßig gespritzt mit den Pollen, gegen die ich allergisch bin. Davor hatte ich das sehr extrem, also wirklich mit so extremer Atemnot, dass ich Angst hatte, dass ich ersticke. Und danach war es weg für 5 Jahre. Und jetzt inzwischen, wo es, glaube ich, auch häufiger der Fall ist, dass viele Pollenarten auf einmal fliegen, ist es wieder sehr schlimm. Deswegen merke ich ein bisschen was. Aber es hat auf jeden Fall für 5 Jahre geholfen. Zur Heuschnupfenzeit gilt, Terrassentüre zu. Lüften sollten Sie in der Stadt morgens, auf dem Land eher abends. Wäsche nicht draußen aufhängen, sondern innen trocknen. Nicht im Schlafzimmer ausziehen. Vor dem Schlafengehen duschen und dabei auch die Haare waschen, das ist die beste Vorbereitung für eine verhältnismäßig ruhige Nacht. Und hier noch ein letzter Tipp von Ina. Immer Taschentücher parat haben, das ist irgendwie meine Methode, damit umzugehen, weil ansonsten kann man dem eigentlich nicht so richtig gut entkommen. Natürlich, Fenster geschlossen halten, Brille hilft erstaunlich gut, also meine Augen sind nicht so ganz betroffen. Aber sonst muss man tatsächlich einfach damit leben, irgendwie.